Hallo und willkommen zurück und willkommen zurück auch an dem Oldie. Ich bin wieder mal etwas leise. Ja, ich gucke halt immer auch, dass ich auch nicht das Mikro übersteuere. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, dass es sich nicht verzerrt. Aber ich weiß nicht, woran das immer liegt. So, warte, ich mach's mal wieder ein bisschen lauter. So. So, jetzt ist lauter. Hoffe ich. So. Vielleicht ist es einfach, vielleicht muss ich mal ein neues kaufen. Besser oder gut? Das ist meine Frage. Für mich gut. Okay, alles klar. Ich habe wieder Lianen. Ich habe schon mal ein ganzer Trip um die Insel jetzt gerade gemacht. Oh. Ah. Warte, ich zeig's dir. Das hast du verpasst. Ich war fleißig. In den knapp eineinhalb Stunden war ich fleißig. Ich hab also quasi, ich meine, das hatten wir ja schon. Das hier so. Und hier waren wir schon mal. Das war, wo diese Steineinsätze sind. Da habe ich jetzt noch ein Bett hingebaut, damit ich ob da pennen kann. Aber den Teil, den habe ich jetzt erforscht, ne, sozusagen, und Karten gemalt. Und hier war ich auch schon, aber da war schlechtes Wetter, konnte man keine Karte malen. Nee, auch schon gelootet, auch schon Sachen zusammengesucht. Also, ein Buch habe ich gefunden bei einem, wo ein Stein draufgefallen ist. Ein paar Tränke habe ich gefunden. Aber das Spiel löscht die dann auch von der Karte, ne? Also, wenn du was gefunden hast. Hier zum Beispiel war ich noch nicht. Also, es gibt aber noch einiges, was man machen muss. Hier habe ich noch eine Quelle gefunden. Auch nicht schlecht. Da sind wohl viele Schakale drumherum. Noch zwei Schakale gekillt. Vier oder fünf Harpien. Aber ich bin mal gespannt, wenn man... Also ich muss jetzt mal gucken, wie man irgendwie eine eigene Waffe bauen kann, weil ich glaube, meine Axt, die gibt nicht mehr so viel her. Ne? Also die geht langsam ins Rot. Die muss ich reparieren und finde keinen Stein. Oh, 9 Eier. Wollen wir mal übertreiben hier, ne? Federn. Erden. So. E für Karte. Kration. Beginnen. Ja. Die Bäume bringen natürlich am meisten, offensichtlich. Stein ist direkt neben dem Baum auf dem Felsen. Ah, okay. Alles klar. Da bin ich dran vorbeigelaufen, demnach. Da war auch Lian. Die hatten wir letztes Mal schon. Aber hier ist noch irgendwas. Ah ja, Obsidiallager. Genau, da sind wir auch schon gewesen. Bananen. Hier hinten hatten wir noch Lianen gefunden. Ach, hier sind überall Lianen, sehe ich gerade. Oh. Ich glaube, die habe ich bestimmt noch nicht alle geerntet. Obwohl, die sind alle grau, ne? Also muss ich sie ja geerntet haben. Oder sieht man das vielleicht bei denen nicht so gut? Ich weiß es nicht. Naja, ich habe schon Verdauungsschwierigkeiten zweiten Grades, habe ich auch schon gehabt. Also musste mich auch schon heilen da, diesbezüglich. Aber schon gesagt, eigentlich, was du letztes Mal sagtest, hier hinten ein Haus zu bauen, bei dem... Warte, wo war das? Sieht man jetzt so schlecht. Hier war das ja. Hier ist ja dieses Haus, da an der Ecke ist das ja. Habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das nicht machen soll, weil dann bist du natürlich auch näher an der Wasserquelle ran.
Auf der anderen Seite, denn man findet eigentlich ständig was zu essen. Also zumindest auf dieser Karte, auf dieser Insel hier, ne? Also bin mir sicher, dass das nicht auf jeder Insel so ist. Irgendwann falle ich so einen Baum runter, da weiß ich jetzt schon. Also das Problem ist, dass ich kein Kupfer gefunden habe. Ja, hier habe ich bis jetzt nur Obsidian. Aber Obsidian, glaube ich, da kannst du ja auch schon... scheiß Pimmels. Entschuldigung. Ja, bist du schon mal runtergefallen, wenn du sagst, das tut weh? Ich hätte jetzt gesagt, das überlebt man wahrscheinlich nicht. Weil Obsidian habe ich also zwei, nicht nur die, da gibt es auch hier oben irgendwo ist noch eine zweite, also zwei Lager gefunden. Wo man also Obsidian holen könnte. Hier mal, ach, Waldschwein. Okay, so hast du das also rausgefunden. Okay. Oh! Au. Gut. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja, Seven Days und OBS, die mögen sich auch nicht besonders. Da hat man auch schon mal einen Absturz. Nee, das war gerade ein Konflikt zwischen OBS und dem Spiel. Entschuldigung, das war jetzt gar nicht mal so beabsichtigt. okay. Bei Shootern nennt man das Quickscoping, ne? Also, das war das Quick-Werfing oder so. Ah. Oh ne, das geht nicht, okay. Super. Oh, Seil. Was ist das Rezept für einen Bärenkompott? Okay. Ist offensichtlich ein ehemaliges Lager hier. Und eine Notiz. Tafel eines verlassenen Lagers. Muss man auf einer Tafel eines verlassenen Lagers draufschreiben, dass es die Tafel eines verlassenen Lagers ist? 3. Oktober 1496 AD. Wir erklären diese Insel zum Eigentum der spanischen Krone. Vor 2 Wochen befahl uns der Kapitän, die Pinta zu verlassen, um diese Insel zu erkunden und uns mit Wasser und Vorräten einzudecken. Die Insel erwies sich als Hölle auf Erden. Hier haben wir die schlimmsten Tage unseres Lebens erlebt. Wir haben uns eingedeckt und verlassen diesen verfluchten Ort. Aber wir lassen viele unserer Kameraden hier zurück. Alvador Avila ging am letzten Tag zum südlichen Brunnen und kehrte nie zurück. Lucas Solero starb an einem Schlangenbiss, begraben im Lager. Ja, genau, scheinbar. Felipe Valdez ging in den Wald, um Pilze zu suchen und kehrte nie zurück. Luis Herrero wurde in einer Berghöhle von einem Stein erschlagen. Der Ort seines Todes ist auf dem Papier markiert. Okay, welches Papier? Bleib mir weg, Schwein. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich den ich unter dem Stein gefunden hat schon. Schätze ich mal. Schätze. Nicht wisse. Schätze. Schade, dass man so eine Lampe nicht mitnehmen kann, ne? Das wäre irgendwie cool. Ja! Kannst du dich bitte mal ankündigen? Er hat es ja.
Leck mich am Arsch! Entschuldigung. Ja, das ist viel zu schwer, das können wir gar nicht tragen. Frische Haut. Wildschweinhaut. Tierisches Fett. Kann man... Ich überlege gerade. Hat man nicht hier eine Kiste? Also. Das kriegen wir mit. Das kriegen wir mit. Das wäre zu viel. Okay, ernten. Diese Skorpione. Die nerven. So, dann lassen wir die Sachen nämlich einfach hier. Dann müssen wir die halt uns hier, ja, mein erstes Schwein. Hab Schwein gehabt. Dann müssen wir das hier zwischenlagern und... Boah, diese Skorpione, die nerven, ne? Ach, jetzt ist das Messer kaputt. Schrei, wenn du einen Stein siehst. Oh, nö! Noch eins. Du bist nur sauer, weil ich deine Freundin gekillt habe. Ja. Ich weiß, aber ich habe Angst um meine Axt. So, vielleicht sollten wir hier im Norden gehen. Wir stehen aber jetzt genau in die falsche Richtung. So, da lang. Okay. Scheiß drauf. Arschloch. So. Ich hab's ja eben noch gesehen. Ich bin manchmal auch ein bisschen doof. Oder sagen wir einfach vergesslich. Schon wieder Nacht. Da kommt schon wieder die alte Schallplatte. Ja, aber ständig. Ne? Muss man wirklich ständig töten hier, ne? Ist ja nicht nur ein bisschen töten, ne? Ich weiß, gehört zum Survival dazu. So, hier sollen Bananenbäume sein. Das hier, ne? Essen, essen. Habe ich irgendeinen Buff schon? Ja, ich habe schon eine Vergiftung. Ich hätte, wenn ich grüne Bananen ernte. Baupläne? Die kann ich trocknen. Okay. Kann ich braten? Ah, okay. Kann ich braten. Einmal satt essen. So. Weiter geht's. Da haben wir ja eh ein Bett.
würde ich mal sagen, gehen wir noch da. Und arbeiten uns von da aus dann weiter. Das ist ein großer Stein. Kann man aus den großen Steinen kleine machen? Lass mich in Ruhe. Weißt du, dass du nervst? Ich wollte es nur nochmal erwähnen. So, jetzt haben wir das geklärt mit dem Nerven. Ah, da ist der Steinhügel. So. Und die Axt reparieren. Ja, ich habe zwischendurch mal eine neue Axt gemacht, weil also du verlierst tatsächlich jedes Mal, wenn du etwas reparierst, ein wenig. Und diese Verletzungen, die nerven als nächstes. Ein wenig an der Qualität. Das kann ich eigentlich schon wieder umdrehen. Weil ich schon zwei Verletzungen habe. Bett. Wo war denn das Bett? Ah, rechts neben mir. Also in die Richtung. Wo war das? Ich glaube, das war, wo der Stein war. Ja. Doch. Ja, ich glaube, das war da, wo der Stein war. Ah, da ist noch ein Baum. Waren wir hier nochmal runtergekommen? So. Da. Klatsch. Ah. Rip Salvador Avila. Da war ein Schakal. Unangenehm. Tjo, da ist mein kleines Lager. Nehmen wir diesmal. Hat sich die großen Stöcke nicht mitgenommen? Oh, die habe ich nicht mitgenommen. Hatte ich gedacht. Naja, da vorne war ein Sträucher. Echt? Gibt es da eine prozentuale Erhöhung quasi? So. Erstmal funktioniert sowieso nie. Gebratene Bananen. Ich konnte doch Eier braten. Partner Fisch. Wollte ich Eier nicht braten? Naja, anscheinend nicht. Okay. Konnte man nur roh essen. Ich brauche 3 Eier. 3 Bananen für einmal gebratene Bananen. So, ich hatte 3 Bananen. Oder. Nee, ich hatte 5.
Stimmt nicht. Ja, 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 schon gut. Ja. Ach ja, Dings müssen wir ja auch noch machen hier. So. Essen. So. Cool. Also, wo geht's denn jetzt weiter? Ach ja, hier war noch ein Baum. Der war demnach die Richtung. Genau, bevor wir runtergesprungen sind, hatten wir den gesehen, ne? Fällen, fällen. Doch noch da nicht kommen. Dieser scheiß Ding jetzt hin. Wo ist mein Ding? Mein. Oh Mann. Hab ich den jetzt. Ah, da ist er. Ja, Gott sei Dank. Ich will nicht waffenlos sein. No, it isn't multiplayer. Mexidus. It isn't. Sorry. Ah, hier haben wir noch nicht gezeichnet. Könnte man. Obwohl, wir haben ja eh den Kartenbaum. Das wird ja wahrscheinlich reichen. Gehen wir erstmal zu dem hin. Das klang wie ein Schakal. Ich weiß. Ja, habe ich doch richtig gesehen, gehört. Aber die scheinen ja auch auf Jagd zu gehen, ne? Ich weiß nicht, ob sie auf mich jagen, aber. Ah, schon wieder ein Harpennest. Aber das würde ich gern wissen, ne? Ob die Tiere auch Schaden kriegen, genauso wie wir. Ob das der Developer quasi mit reinbezogen hat. Jetzt will ich schon wieder Steine, jetzt brauche ich keine. Ich kann ja einen mitnehmen. Super, da führt er auch einen Weg hoch. Na ja, so ist er. Ah, da hinten ist irgendwas. Ah ja, das war, ist das hier wahrscheinlich. Okay. So. Ja, ich denke auch, dann gehen sie in so einen Jagdmodus, ne? So. Gut. Ja, dann wollen wir mal die Folge enden. Bis dahin.